So, dann erzählen wir mal, was Songbird Sie schien froh zu sein, dass wir zusammen und so erzählt hat. Gut, das heißt, sie vertraut dir. Noch was? Song braucht unsere Hilfe, Reed. Hansen hält sie fest. Ich weiß nicht warum. Gottverdammt, das sind so ziemlich die schlimmsten Nachrichten. Das Black Sapphire. Sie meinte, Hansen schmeißt dort eine Party. Wir sollen hingehen. Sie findet uns dann. Weißt du, was und wo das ist? Da siehst du den größeren der beiden Wolkenkratzer? Den neben der Riesenleinwand? Das ist das Black Sapphire. Sollte mal ein Hotel werden. Aber die Milliardeninvestitionen versumpften. Jetzt ist es Hansens Festung. Das hier, oder? Das ist die Leinwand und... Wir können nicht einfach rein. Und drin kennen wir auch niemanden, der uns die Tür aufmachen könnte. Alex und ich ziehen ein paar Strippen, kontaktieren unsere Leute. Mach du dasselbe. Überleg, wen du hier kennst. Vielleicht fällt uns zusammen was ein. Ich kenne hier einen Vielleicht. Mr. Hans. Ich könnte ihn anrufen. Mach das. Ich melde mich. Ruf Mr. Hans an. Machen wir. Hans, ich hab ne Bitte. Gleich zum Geschäftlichen. So mag ich das. Ich muss zu einer Party, die bald im Black Sapphire steigt. Lust auf ein Tänzchen mit dem Teufel, was, wie? Das Sapphire ist uneinnehmbar und tückisch. Du kannst da nicht ohne Einladung rein. Im Gegensatz zum, sagen wir, Konpecky Plaza. Irgendein Weg muss es geben. Okay, ich will offen sein. Eine handgeschriebene Einladung geht nicht. Aber ich finde eine Lösung. Dafür brauche ich aber etwas von dir. Ruf ist wie eine Währung. Ihr Wert ergibt sich aus dem gemeinsamen Vertrauen und das schwankt. Verstehst du? Schon klar, worauf du hinaus willst. Ich soll helfen, deinen Ruf zu verbessern. Mhm, genau. Erledige ein paar Aufträge für mich. Gib meinem Ruf in Dogtown einen Booster. Dann gehören die Pläne des Black Sapphire dir. Okay, Hans. Abgemacht. Wie erfreulich. Auf Wiedersehen. Wie? Schließe mindestens 3 Aufträge für Mr. Hans ab. Ja, super. Scheiße. Jetzt müssen wir die natürlich erstmal machen. Warte mal, was war das hier? Okay, das war das alte. Das hier. Sind das Mr. Hands Aufträge? Das ist Mr. Hands Auftrag. Das ist Mr. Hands Auftrag. Das. Das hier. Das hier auch. Ja, der ist ja am nächsten dran. Machen wir den. Dem Problem. Dein Teller steckt am Arsch. Droge! Ihr habt anscheinend ein Problem. So. Das war jetzt nicht geplant, aber was will man machen? Eine gewisse Präsidentin ist sicher in Washington angekommen. Ich würde ja meinen letzten Annie darauf verwenden, dass sie die ganze Zeit dort gewesen ist. Unsere Unterschiedlichkeit auf die Wie sieht der Verband aus? Trocken? Oder ist die Blanco? Ich bin V. Fixer sagt, ihr braucht Hilfe. Eher ein Wunder. Wenn die Scavs nicht bald abhauen, sterben mir die Patienten hier weg. Was wollen die Scavs vom Doc hier? Da war ein Mädchen dabei, Nika Jankovic. Meinte, sie sucht nach ihrem Bruder. Und der Typ ist Patient bei euch? Mehr weiß ich auch nicht. Sie wollte mit Anthony reden und war ziemlich aufgebracht. Er hat sich in seinem Büro verschanzt? Ja. Sonst haben wir nirgends Sicherheitssysteme. Am Altar rechts, über die Treppe kommst du in den Keller.
Wenn die Scavs Anthony was antun, sind diese Leute hier verloren. Schaffe dir Zutritt zur Klinik, Herr Dan. Oh, oh, oui. Blöde Sau, pass doch auf. Hab nur noch im oberen Winkel irgendwas Fettes anfahren sehen. Oh, shit. Überhitzen. So, wo sollen wir hin? Müssen wir hier hoch? Und dann hier rein. Einschalten? Okay, wir haben hier einen Gegner. Da ein Gegner. Das war's. Gar nicht lange rum hier. Rainer, gut ist. Ich meine, wir haben es eilig. Wir müssen ja Aufträge erledigen. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ah, mach auf den Hobel. Hallo? Wo ist Gaspar? Spuck's aus! Ruhig jetzt. Knarre weg. Reden wir. Bin wegen Anderson hier. Ich will ihn lebend. Und ich will meinen Bruder. Der Wichser da ist mir total egal. Du, hoch mit dir. Wo ist Gaspar? Sag's und niemandem passiert was. Was soll das? Arbeitest du für mich oder für die? Rede, verdammt! Ah, was so? Oh shit. Bruder! Reicht jetzt. Blöde Sau. Ich hab keine Zeit für so einen Scheiß. Na endlich. Noch länger hinhalten ging wohl nicht. Das hättest du auch allein regeln können. Mit der Wahrheit. Die Wahrheit? Dass ihr Bruder ein Junkie war? Prognose chancenlos bis tot? Nein, das wollte sie ja eh nicht hören. Wie steht's um... Warten mit Odell. Wir werden mal hier überspringen, weil das sind ja nur Nebenaufträge. Verlasse die Klinik. Machen wir. Verlasse die Klinik. Aber wo lang? Müssen wir hier durch? Exit. So. Wir wollen ja nur schnell die Nebenaufträge erledigen. Haben wir gemacht. So. Nächster Nebenauftrag. Mr. Hands. Hier lang. Zack. Müssen wir... Oh shit, da hoch. Klasse Arbeit, B. Dankeschön. Schicken, der die ganzen Scavenger entsorgt, aber Anderson hat abgelehnt. Er meinte, er wollte sie sich erstmal ansehen. Er muss wohl unter Schock stehen. Ich überweise das Geld. Deine Mission ist erledigt. Sehr schön, das freut mich doch. Dann erledigen wir mal schnell den zweiten Auftrag.
Bringen wir das Moped. Oh, oh, oh. War ich gerade abgelenkt? Shit. Aber ging nochmal gut. Was ist los, Mr. Hans? Gib Ruhe. Finde Maiko. Muss ich hin? Hier vorne hin, oder was? Ah, hier ist er. Moin, Meister. Sieh an. Wer bist du? So, quatsch mir nicht voll. Wir müssen los. Komm. Nebenmission. Brauchen wir uns jetzt hier nicht anhören. Warte, warte. Nicht schießen. Ich bin nur geschäftlich hier. Geschäfte mit... Naja, nur... Milko Alexis, ein Voodoo-Boy. Ja... Oh, Alter, die quatschen einen aber auch zu hier. Mach's Maul auf, sonst schlag ich dir den Schädel ein. Du machst mir keine Angst. Nicht? Scheiß, dann klatscht's, Junge. Fuck. Verrat's mir. Das tut scheiß weh, Mann. Redest du jetzt? Okay, okay, gut. Aber also... Die Voodoos zerlegen diese Implantate. Suchen nach Schwächen im Code. Optionen für Hacks, sowas. Bla 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 bla. Na wofür? Komm, Junge. Willst du mir eine Geschichte erzählen, oder was? Stimmt, wie man diese Roboterarmee besiegt. Hm. Wie gut. Gut genug. Finde? Ja, finde. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Scheint mir irgendwie nicht so. Mann, Mann, Mann. Jouez-nous.
Nino. Oh, hab ich auch verkackt, Alter. Mach einfach auf den Hobel. Hier, wir rennen jetzt durch. Ich hab keinen Bock, hier langsam durchzulaufen. Wie soll ich denn hier irgendwen finden, Alter? Verdammte Axt. Wie soll man hier irgendwen finden? Hier geht's vielleicht noch lang. Scheiße. Hier waren wir noch nicht. Verteidigungssystem wird aktiviert. 40%. Scanne die Umgebung. Die Präsenz eines Lebewesens wurde entdeckt. Aktiviere Evakuierungsprotokoll. Notausgang geöffnet. War das richtig da? Anscheinend. Aber hier geht's nirgendwo weiter. Oder da oben? Weil von da oben? Nee. Okay. Dann werden wir unten weitergehen müssen. Jetzt kein Bock, alles mitzunehmen hier. Mich doch gleich bestimmt wieder irgendwas überraschen. Hey, hey, Vorsicht. Hallo, Meister. Bin mit dem Runner verbunden. Siehst du das nicht? Quatsch nicht. Netrunner, Erpresser, Mörder. Den mache ich kalt. Klar hat der Dreck am Stecken, aber Miku ist ein Niemand. Ein kleiner Fisch. Ja! Ruhe. Verdammte Scheiße. Weißt du, was du da getan hast? Du hast... Quatsch nicht. Jetzt geh endlich. Wir mussten ihn erledigen. Das tut mir natürlich leid. Nicht. So ist das im Leben. Oh, jetzt habe ich verkackt. So. Das war der zweite Auftrag. Einen müssen wir noch machen, leider. Der hier ist am nächsten dran. Erzählen. Das ist richtig. Ich fackel da nicht lange rum. Auftrag erledigt und das Geld schon überwiesen. Nicht lange rumfackeln. Oh shit. Gerade überlegt, ob wir hier das Schnellreisesystem nehmen sollen, aber es sind 600 Meter. Das können wir auch durchbrettern. Gib dich zum Aufnehmen, wo Mr. Hans erhalten hast. Ja, wo? Wo ist denn hier ein Auftrag? Wie? Es geht um zwei NCPD-Beamte. Und wer außer dir könnte unsere Retter in der Not aus der Not retten? Die zwei Schweinchen waren geschäftig.
hatten einen Deal mit einem von Hansons Leuten, Dodger. Was soll da schon schief gehen? Ganz steig genau ein. Alles. Ja, Stella, ich werde hier zugetextet. Hallo? Bitte Maul halten. Dankeschön. Eines der Beamten. Oh. Alles erklären. Viel Glück. Bitte halt dein Maul. So. Stella? Stimmt irgendwas nicht? Runter! Wär's nicht leichter. Wie gesagt, wir überspringen die Nebenaufträge hier. Rette sie. Bitte. Wir retten sie. Gar kein Thema. Mutter noch nicht da? Das ist mal eine scheißlange Anfahrt. Wieso fragst du mich das? Ich bin Vee. Ich bin hier, um euch zu helfen. Bla 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 bla. Machen wir mal den Hobel auf hier. Komm schon. Ach du Scheiße. Wie sieht denn der aus? Was zum Teufel? Einfach mir folgen. Na sicher. Ich folge dir einfach mal. Das ist Bill. Hi. Hi. Stella. Bla, bla, bla. Wir warten jedenfalls hier auf Dodger, als Bill plötzlich die Tüte einfach so auf den Tisch knallt. Da schreit der Schweinehund, fickt euch, Bullen, und hatte vielleicht ein Implantat oder so, mit dem er mehr schlucken kann. Ja, wie das deiner Mutter. Warum? Alter, das ist ja wirklich eine halbe Lebensgeschichte hier. Ja, Johnny. Letztes Mal ging's hier durch. Wie ging der Code noch? 2893? Es war 2983. Idiot! 2893 stimmt. Ich hab's genau gesehen. Gib schon ein. Das war falsch. Ha! 2983. Oh Mann, lass mich mal daran. Der Schläger! Achtung! Ey, töte die nicht, ja? Wir haben schon genug Probleme. Quatsch nicht und mach auf den Hobel. Komm. Go, Fifi, go. Keine Zeit. Mist. Noch eine Tür. Fest, oh Mann. Schon wieder. Ach, Leute. Hey, wir. Dort. Schnauze, Bill! Dann ist es eben Pacifica. Bist du so ein Schlappschwanz, dass du dich nicht hintraust, Bill? Hast du Angst vor. Ich mach auf, keine Sorge. Reicht. Ich
Oh, kommt. Bewegt eure Backen, Alter. Ist die mal da durchkommen, ey. Komm, zack, zack. Mach den Hobel auf hier. Unser Einsatzwagen ist genau dahinter. Du hast sie doch, oder? Die Schlüssel. Scheiße. Sag nicht, du hast sie oben vergessen. Oh Mann. Chill mal, ich hab sie gleich. Einmal mit Profis. Who the fuck is that? Ach was, eine Begrüßungsparty? Wie aufmerksam. Seid gegrüßt, Leute. Oh, bin ich zu früh? Wir können das erklären. Schnauze. Ich kenne dich nicht. Möchte die zwei. Und du? So, genug gequatscht. Ihr könnt rauskommen. Dodger ist erledigt. Ah, gar nicht lange rummel. Yep, ihr müsst nur noch ins Auto hüpfen und abhauen. Das kriegt ihr wohl selbst. Da. Okay. Na bitte. Ich werde uns dann mal in der Zentrale zurückmelden. Warte, ich ruf zuerst Stella an. Wie du meinst. Hab ich hier auch raus? Sehr schön. So. Schließe mindestens 3 Aufträge ab. Haben wir gemacht. Wie? Erzähl mal, was haben die Jungs in Blau diesmal angestellt? Ich schwöre dir, wenn mich das nochmal jemand fragt. Sind wir gereizt? Ich brauche keine Details. Wenn die Kundschaft glücklich ist, bin ich so. Gehen wir mal Richtung Schnellreisesystem hier. Hey, warte mal kurz, Hans. Was ist mit unserer Abmachung? Ja, das Black Sapphire. Ich habe die perfekte Einstiegsstrategie für dich. Wir treffen uns im Heavy Hearts. Okay. Im Heavy Hearts. Okay. Ist die Nachricht von Mr. Hearns? Beim besten. 2589. Okay. 2589 können wir uns merken. Ja. Können wir auch mit dem Moped hinfahren? Na sicher, hält das da vorne an, anstatt zu mir zu kommen. Auf den Hobel. Oh shit. Mir den Sonderparkplatz. Zack. Begib dich ins Heavy Hearts. Machen wir. Hey, du da. Was ist los? Ein netter Club, also sei nett, verstanden? Ich bin immer nett. Ja. Auf jeden Fall sind wir nett. Zwei, fünf, acht, neun. Let's go. Oh shit. C. So. Private Stockwerk.
arbeitet gerade. Aber jetzt muss Papa weiterarbeiten, okay? Okay. Ah, wenn das nicht wie ist. Wie? Das ist richtig, Mr. Hans. Was du für mich getan hast, hat das Spielfeld gegen Hansen deutlich verändert. Ausgezeichnete Arbeit. Wie bestellt. Ganz ehrlich, ich hatte nicht damit gerechnet, den Mann hinterm Holo-Vorhang zu treffen. Mr. Hans höchstpersönlich. Nicht nur hast du diese Clowns in Blau gerettet, sondern auch noch Dodger erledigt. Ne? Ruhig. War echt hart. Professionell. Nicht. Bravo. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann. Also habe ich beschlossen, den Schleier zu lüften. Die Ehre haben nicht viele, glaub mir. Wenn ich nur mehr Virtuosen wie dich hätte, dann würde ich mehr als nur Dogtown im Griff haben. Das ist wahrscheinlich richtig. D-Town, Pacifica und den Rest ziehe ich mir durch die Nase rein und gut ist. Erstmal lecker Teechen, hä? Mit echten Profis zu arbeiten ist wirklich angenehm. Diese Aufträge, wie helfen die dir mit Hansen? Wenn ein Boxer seinen Gegner nicht K.O. schlagen kann, was tut er dann? Er bearbeitet seinen Körper. Wenn die Ausdauer des Gegners nachlässt, sucht er nach einer Gelegenheit und schlägt zu. Ich weiß, dass das aus deinem Blickwinkel noch nicht ganz klar sein mag, aber... Das ist richtig. Dank deiner abgeschlossenen Aufträge konnte ich ein paar Figuren auf dem Schachbrett namens Dogtown in Stellung bringen. Und das bedeutet, dass mein Gegner bald schachmatt geht. Dir wär's lieber, wenn Hansen nicht das Sagen in Dogtown hätte. Hansen hat zu viel Macht und verteidigt sie vehement. Und er ist clever. Diese Züge dulde und respektiere ich, aber nicht zusammen. Zusammen sind sie ein Problem, vor allem bei jemandem, der die Kontrolle über einen ganzen Bezirk hat. Das macht die Geschäfte mühsam. Eine Tasse Tee gefällig? Meine eigene Mischung. Sicher, warum nicht? Wie ist aus dem Kampfgebiet Dogtown geworden? Weißt du das? Bin ich Hellseher? Hab Verschiedenes gehört. Irgendwas mit dem Krieg. 2069. Colonel Hansen führte eine Mission mit dem wunderschönen Namen Midnight Storm an. Das Ziel, das Kampfgebiet als Basis für die NUSA in Night City zu besetzen. Kurz darauf gab es einen Waffenstillstand. Hansens Truppe wurde sich selbst überlassen. Ihre Vorgesetzten, die Öffentlichkeit, jeder tat so, als wüsste man von nichts. Und als ob Hansen nie hier gewesen wäre. Aber der gute Colonel wurde sesshaft. Er erklärte das Kampfgebiet zum NUSA-Territorium. Er baute sich hier eine Enklave auf und wurde über Nacht vom Soldaten zum Waffenhändler. Sie haben ihn im Stich gelassen. Alle gingen davon aus, es würde keine 2 Wochen dauern, bis er getötet wird. Aber er hat überlebt und wurde zu einer ernstzunehmenden Gefahr. So ein Lümmel. Ein Mann, dessen Existenz so viele bedroht, ist ein gefährlicher Mann. Die Politik ist mir egal. Kommen wir zum Geschäftlichen. Geschäftliches. Okay. Das Black Sapphire. Hansens Festung, bewacht von Bargest-Elite-Soldaten. Unten befinden sich die Militärbaracken, oben die dekadenten Räumlichkeiten für die Ultrareichen. Diese Pläne waren übrigens nicht leicht zu beschaffen. Hansen bewahrt die Geheimnisse dieses Hotels, als wären sie ein peinlicher Rektaljuckreiz. Na lecker. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Du hilfst meinen Kunden, wodurch ich wiederum mehr Spielraum gewinne. Quid pro quo in Reinkultur. Die Baupläne gehören dir. Als Bonus ein paar Informationen zu Schwachstellen.
als Zeichen meiner Wertschätzung. Das ist ja sehr liebenswürdig. Außerdem, das ist dir hoffentlich klar, sind die Daten und ihre Herkunft absolut sicher. Keiner weiß, dass du sie hast. Datenlecks, oder eher gesagt, das Fehlen jener, sind der feine Unterschied zwischen mir und, sagen wir, dem guten Mr. Deschamps. Der Splitter. Infos und Baupläne des Black Sapphire mit allen Details. Das sollte ausreichen, um hineinzutänzeln und deine Pirouetten aufzuführen. Aber nur zur Warnung. Selbst gut vorbereitet wirst du auf ein Vipernest stoßen. Pass auf, wo du hintrittst. Danke, Hans. Hoffentlich ist das nicht das Ende unserer Zusammenarbeit. Ich habe, ehrlich gesagt, noch ein paar andere Aufträge. Lass mich raten, mehr lokale Politikspielchen. In Dogtown ist immer viel los. Und hinter geschlossenen Türen wird intrigiert. Es wird Veränderungen geben, und die sind unausweichlich. Dann muss jemand für einen reibungslosen Übergang sorgen. Ich freue mich auf die nächsten Aufträge. Du hörst bald von mir. Das versichere ich dir. Und wie? Egal, was im Black Sapphire passiert. Komm lebendig wieder raus, okay? Na sicher. Dort vermischt sich regionale und internationale Politik. Das sind starke Strömungen. Dann muss ich mir was zum Festhalten suchen. Bis dann, Hans. So, verlasse den Club. Let's go. Raus hier. Ruf Reed an und schick ihm die Daten. Ja gut, das werden wir tun, aber erst in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zur nächsten Folge. Tüdelü. Det er mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.